Herzlich willkommen in der Gesundheitslounge, heute mit dem Thema chronische Infektion. Und dazu begrüße ich Herrn Dr. Walther, Laborarzt des privatmedizinischen Labors Dedimed im Europark Dreilinden. Hallo, schön, dass Sie hier sind bei mir. Guten Tag, Frau Renneberg. Burnout, chronische Müdigkeit, Erschöpfung betreffen ja ganz viele Menschen, aber häufig stecken andere Ursachen dahinter. Möglicherweise eine chronische Infektion. Was sind denn chronische Infektionen? Eine chronische Infektion entwickelt sich dann, wenn eine akute, frische Infektion nicht nach relativ kurzer Zeit ausheilt. Die Symptome sind dann ein bisschen rückläufig. Die Infektion, wenn sie chronifiziert wird, kann sich dann über Wochen oder Monate oder auch über Jahre hinziehen. Beim Burnout, Ihr Beispiel zum Beispiel, schätzen die Experten, dass bis zu 70% der Betroffenen möglicherweise an einer unentdeckten chronischen Infektion leiden. Oh, das ist aber ganz schön viel. 70% ist ja eine Riesenmenge. Das ist relativ hoch, ja. Die Experten gehen inzwischen auch davon aus, dass eine hohe Anzahl der Population insgesamt chronisch infiziert ist und dass nur ein kleiner Teil davon diagnostisch in den Praxen erfasst und therapiert wird. Wie fühle ich mich dann? Also wie muss ich mir das vorstellen? Komme ich dann morgens noch aus dem Bett oder bin ich total schlapp und niedergeschlagen? Eine chronische Infektion ist ein Energiefresser. Das heißt, sie schluckt etwa ein Drittel der biochemischen Energie, die wir produzieren. Und also fühlen Sie sich müde, schlapp, K.O., Sie haben Konzentrationsprobleme, Sie haben einen Leistungsabfall. Es können in Abhängigkeit von den tatsächlichen Erregern dann zusätzliche unterschiedliche Symptome auftreten, zum Beispiel Schmerzen im Bereich der Gelenke, der Muskulatur, des Magen-Darm-Traktes. Es können Taubheitsgefühle in den Armen, in den Beinen auftreten, Parästhesien. Es können Herzunregelmäßigkeiten auftreten, Pulsunregelmäßigkeiten, Blutdruckschwankungen. Also eine ganze Palette von Unwohlsein-Parametern, die ich dann habe? Ja, das ist nur ein relativ kleiner Teil, den wir gerade skizziert haben. Das heißt, wenn es Sie. Es gibt noch mehr, ja? Ja, der Katalog umfasst ungefähr 2 bis 3 Seiten. Oh. Ja, es ist relativ umfänglich. Und die Folge davon ist, dass es relativ nur sehr selten korrekt früh erkannt wird. Beispiel Borreliose. Es gibt Untersuchungen, wonach die betroffenen Borreliose-Patienten, die Chroniker, nach erst 6, 7, 8 Arztkontakten in die richtigen Hände gelangen. Solange irren sie durch die Praxen mit einer Fehldiagnose. Ein häufiges Problem dieser Menschen ist, dass sie, insbesondere weil sie depressive Veränderungen haben, dann auch in der Psychosomatose-Ecke landen, dass sie Psychopharmaka kriegen, dass sie Schmerzmittel kriegen, dass aber keine grundlegende Analytik durchgeführt wird, um zu erkennen, ist es denn eine Infektion a priori? Das kann man mit unspezifischen Parametern überprüfen, Zellwerten oder Botenstoffen. Und wenn ja, kann man möglicherweise den Erreger dingfest machen anhand von entsprechenden spezifischen Untersuchungen. Und meistens hat man keine Kraft mehr, hat so viele Ärzte schon besucht, alle haben irgendwas anderes erzählt. Man ist selber niedergeschlagen. Ja? Eigentlich müsste ich mich dann regelmäßig labormedizinisch untersuchen, wenn ich mich unwohl fühle oder mal längere Zeit keine Energie und keine Kraft mehr habe. Die labormedizinische Untersuchung wird wahrscheinlich nur einen Teil des Problems lösen, das ist durchaus sinnvoll. Aber nicht alleine hinreichend. Das heißt, Sie brauchen einen kompetenten Arzt, der die Symptome erkennt, benennen kann und sagen kann, das ist möglicherweise dieser oder dieser oder dieser Erreger. Mhm. Und wir führen jetzt mal eine gezielte Suche durch. Sie brauchen eine Kombination zwischen einem Arzt, der Ihre Beschwerden erkennt, der eine mögliche Ursache benennen kann, der die Ursache über entsprechende Untersuchungen im Labor verifizieren kann. Also mein Mann war letztens zur Borreliose-Untersuchung beim Hausarzt. Es wurde festgestellt, das ist alles okay. Sollte man möglicherweise noch mal nachuntersuchen? Das muss dann nicht unbedingt die richtige Diagnose gewesen sein, oder? Das ist ein großes Problem in der Laboranalytik. Es gibt Studien, wonach in Abhängigkeit von den verwendeten Reagenzien bis zur Hälfte der erstellten Untersuchungsergebnisse unzuverlässig sind. Das ist eigentlich ein nicht tragbarer Zustand. Die Industrie gelobt zwar auf jedem Kongress Besserung, aber in der Regel passiert relativ wenig. Nein, wir haben die Situation unverändert. Und das führt dazu, der Hausarzt ist dem Labor ja mehr oder minder ausgeliefert, wenn Sie so wollen. Er vertraut dem Befund, der erstellt wird. Und wenn der Hausarzt sieht, der Patient ist seronegativ, dann wird er sagen, das ist keine Infektion, das ist keine Borreliose als Beispiel. Und damit ist der Patient viel diagnostiziert. Was machen Sie denn anders als die anderen? Wir machen zum einen
eine sehr differenzierte Analytik im Bereich der unspezifischen Parameter, das heißt in der Analytik der Entzündungsparameter, zelluläre Veränderungen, Botenstoffmessungen und im Detail, wenn der Verdacht auf einen bestimmten Erreger besteht, machen wir entsprechende Untersuchungen. Wir haben zum Beispiel bei den Borrelien 18 verschiedene Parameter im Panel. Wir verwenden parallel unterschiedliche Untersuchungstechniken und kommen auf diese Weise zu einer sehr viel höheren Trefferquote, als das in der Routine der Fall ist. Als Beispiel, wir liegen in der Regel bei einer Trefferquote von 90 oder mehr Prozent bezogen auf die Wahrscheinlichkeit, dass ein Patient serologisch positiv getestet wird, der entsprechende Symptome hat. Das ist hoch. Man sagt ja auch, früher ist Zeckenzeit. Sind es denn nur die Zecken, die Borreliose übertragen? Es ist weder das Frühjahr noch die Zecken sozusagen. Zecken werden ab 7 Grad etwa aktiv. Das heißt, bei den heutigen klimatischen Verhältnissen muss man von einer Ganzjahresplage ausgehen. Borrelien werden durch Zecken übertragen. Zecken übertragen bis zu 40 oder noch mehr verschiedene Erkrankungen, zum Beispiel Anaplasmen, Ehrlichien, Babesien, Rickettsien, um nur einige zu nennen. Die Zecken nehmen massiv zu. Im Raum Brandenburg hat die Zahl der Zecken drastisch in den letzten Jahren zugenommen. Im Raum Brandenburg ist nach Untersuchungen aus Frankfurt/Oder jede zweite Zecke seropositiv, das heißt, sie hat Borrelien, das heißt, es ist ein hohes Infektionsrisiko. Borrelien werden aber auch übertragen durch Insekten, durch Kriebelmücken, durch Bremsen, durch Flöhe. Und das heißt, Outdoor-Aktivitäten haben immer ein deutlich erhöhtes Risiko einer Infektion. Und unangenehmerweise gibt es seit 1 bis 2 Jahren deutliche Hinweise darauf, dass Borrelien auch beim Sexualkontakt übertragen werden. Das ist nicht wirklich verwunderlich, denn sie sind relativ nah verwandt als Spirochäten mit den Erregern der Lues. Aber wie kann ich denn chronische Infektionskrankheiten vermeiden? Da liegen die Kinder kuschelnd auf dem Boden mit dem Hund, die Köpfe sind aneinander. Das lässt sich gar nicht vermeiden, oder? Ja, Sie haben letztlich nur zwei, drei Möglichkeiten, nämlich die strikte Kontrolle am Abend, bevor die Kinder schlafen gehen. Sie haben die Möglichkeit des Einsatzes von Repellenzien, aber auch das ist nur teilweise zuverlässig. Das heißt, es bleibt nur die strikte Kontrolle. Also abends absuchen, alle mal herkommen, in die Reihe stellen, wenn man mehrere Kinder hat, in die Ja, Kindheit absuchen und absuchen im direkt, ne? Zweifelsfall auch unter die Dusche stellen. Ja. Aber fallen die ab bei Wasser oder mögen die Wasser überhaupt? Oder Wenn Sie erschrecken sich sie noch die nicht gar nicht? festgebissen haben, ja. Wenn Sie sich festgebissen haben, bleiben Sie hängen. Solange Sie noch auf der Suche sind nach einem Platz, wo Sie zustechen können, dann kann man Sie mit der Dusche runterspülen. Und sie verstecken sich gerne im Blutbild. Sie sagten ja eingangs, sind versteckte Infektionskrankheiten, das heißt, es ist nicht so einfach festzustellen. Ja, Borrelien sind selten im strömenden Blut nachzuweisen. Sie liegen eher in den Geweben, die zum Beispiel in den Bindegeweben. Und Borrelien insbesondere verfügen über Fluchtmechanismen, über Tarnungsmechanismen, Escape-Mechanismen. Das heißt, sie sind wahrscheinlich in der Lage, auf ihrer Oberfläche Gerinnungssubstanzen abzulagern. Das führt dazu, dass sie von den Abwehrzellen nicht mehr als fremd erkannt werden, sondern als körpereigen. Und das heißt, die Zellen werden geblendet, werden getäuscht und es findet keine Antikörperproduktion mehr statt und es findet damit auch keine Abwehrreaktion mehr statt. Ganz schön raffiniert von den Borrelien, ne? Oder? Man Also im ist versucht, Prinzip von sind die Schwarmintelligenz ganz schön zu intelligent. sprechen. Ja. Und was man bei einer labormedizinischen Untersuchung feststellen kann, das verrät uns Herr Christoph Martin. In unserer privatärztlichen Laborpraxis sind wir in der Lage, aufgrund einer umfangreichen Labordiagnostik chronische Infektionskrankheiten zu erkennen und zu therapieren. Ein weiterer Schwerpunkt ist die Allergologie. Wir haben die Möglichkeit, aufgrund eines Biochips 112 Allergene aus 50 Allergiequellen zu ermitteln bzw. festzustellen. Was kann da möglicherweise passieren, wenn eine labormedizinische Untersuchung im Leben ausbleibt? Dem Patienten steht dann, wenn er an einer chronischen bakteriellen Infektionserkrankung leidet, wo es zum Beispiel Borreliose, dem Patienten steht eine lange Leidensphase bevor. Die Symptome werden im Laufe der Jahre zunehmen. Es wird eine lange Zeit dauern, in der symptomfrei ist, 5, 7, 10 Jahre. Danach treten allmählich zunehmend Symptome auf, Schmerzen, Ausfälle im Bereich des Nervensystems, des Herzens, bis hin zu Autoimmunerkrankungen und letztlich
droht ihm der Verlust des Arbeitsplatzes. Typischerweise gehen die sozialen Bindungen verloren und oft genug endet der Betroffene mit schwersten Problemen im Rollstuhl. Und das ist etwas, was man niemandem wünschen kann. Das wünscht man niemandem. Und wenn man sich also über einen längeren Zeitraum unwohl fühlt, ständig müde ist, sollte man das wirklich definitiv abklären in einem Speziallabor, Eigeninitiativ, damit es gar nicht so weit kommen kann. Sie haben völlig recht, eine chronische Müdigkeit, eine länger dauernde Müdigkeit sollte unbedingt medizinisch abgeklärt werden. Häufig ist es eine Kombination von Belastungen, zum Beispiel in der Arbeitswelt, hat zur Folge schlechten Schlaf. Schlechter Schlaf verschlechtert unsere Abwehr. Unsere verschlechterte Abwehr wird nicht mehr mit den Borrelien fertig und es entwickelt sich die chronische Infektion. Und wenn man es weiß, sollte man entsprechende Analysen durchführen und als Basis für eine entsprechende Therapie nutzen. Ja, herzlichen Dank für Ihren Besuch. Und wenn Sie mehr wissen wollen zum Thema Gesundheit, dann folgen Sie uns auf www.gesundheitslounge.de, das Online-Magazin für Gesundheit, Glück und weniger Stress.